Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war unsere Live-Übertragung der heutigen Parlamentssitzung. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag. Bleiben Sie dran, jetzt folgt wie immer die Zeit im Bild. Beim gestrigen Klimagipfel in Paris hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Welt eindringlich aufgefordert, sich beim Klimaschutz mehr anzustrengen. Wir sind dabei, die Schlacht zu verlieren, hat er in einer etwas martialischen Ausdrucksweise gesagt. Denn mit den bisherigen Klimaschutzplänen steuere die Welt auf eine Erderwärmung um 3 oder 3,5 Grad.